Gummy like a Hellcat. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Und ja, was soll ich noch groß sagen? Es gibt auf jeden Fall einen Streamtermin am Montag, Leute. Montag ist es soweit, könnt ihr gerne am Start sein, wird sehr, sehr wild. Da gehen wir rein, Leute. Da gehen wir richtig, richtig rein. Da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Ich habe viel angespart, wir werden viel abholen. Wir werden nochmal richtig reingehen, nochmal die letzten Packs auch öffnen im Event, weil am Donnerstag ist es ja dann weg. Da gibt es dann nicht mehr, dann kommt dann der richtige World Cup Modus raus. Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr wild. Und ich denke mal, wir können hier auch einfach mal reingehen. Ja, wir können einfach mal reingehen, noch jetzt das Event, wie es jetzt gerade aussieht, wie es gerade steht und was auch immer. Da werde ich auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen mehr spielen. Dies, das, das wird auf jeden Fall am Montag, genau, am Montag, nochmal gut 16:30 hier was öffnen können. Ich habe zurzeit 3400 Punkte davon. Da werden wir heute nochmal was öffnen. Und ich habe nochmal 4700 Punkte davon. Ich kann, by the way, noch hier UEL und UECL noch spielen. Also, da kriege ich auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen was. Kriege ich nochmal 200 Punkte jedes Mal. Also, ja, hier kriege ich nochmal gut was mit. Und muss ich auch mal gucken von den Splittern her. Ich glaube, ich schaffe auf jeden Fall keinen Spieler für 1100 Splitter mehr. Das ist halt einfach jetzt vorbei. Aber vielleicht kriege ich irgendwie noch einen 97er oder so. Weil so viele Splitter bekomme ich auch so nicht mehr, deshalb wird das wahrscheinlich eher nichts mehr. Aber wenn ich mir das jetzt Ganze hier so anschaue, für 300 Splitter kriege ich vielleicht noch zwei Stück oder so. Mal gucken, ja, irgendwie sowas werde ich schon mitnehmen. Mal gucken, ob das noch was bringt, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich werde noch mal ein bisschen was spielen und so. Und vielleicht komme ich dann noch mal im Endeffekt auf ein bisschen was, auf ein paar Pünktchen. Ich weiß gar nicht, bringen die überhaupt noch was, die 101er? Jetzt mal, wenn man das so sieht. 14 Millionen. 14 Millionen. Ach du Heilige. Und hier, was bringen hier so ein 101er? Was bringen die noch so? Wenn man die sich jetzt mal so anschauen möchte. Hallo, EA. EA Sports. Perfekt. Danke dafür. Ah, ja, da ist es. Ah, da bin ich ja wieder. Da bin ich ja wieder. Na gut. Carrasco kostet wie viel? Kostet 12 Millionen. Alter, die sind so gesunken. Das ist doch der Wahnsinn. Das ist doch der Wahnsinn, wie krass gesunken die sind. Naja, aber ist halt so. Ist halt so. Aber auf jeden Fall ein paar Pünktchen am Start. Mal schauen. Werden auf jeden Fall noch mehr. Und ja, dann lässt sich da auf jeden Fall gut reingehen. Da lässt sich das da richtig gut reingehen. Da hat man es auf jeden Fall voll im Griff. Ich denke mal, 10 Millionen habe ich auch gerade. Ihr wisst ja Bescheid. Mein nächster Spieler, den ich mir holen möchte, ist ein Cahill. Und ja, der ist gerade bei 40 Millionen. Der ist gerade bei 40 Millionen. Der war aber bei 36. Er ist wieder gestiegen. Perfekt. Perfekt. Ich hoffe, der wird noch trotzdem wieder noch ein bisschen sinken. Das wäre eine ganz gute Sache, weil, ja, jetzt so würden mir noch 30 Millionen fehlen. Und nicht 25. Also, bitte, lieber Cahill, sink ein bisschen. Bitte sink einfach mal. Das wäre das Beste wahrscheinlich. Das wäre wahrscheinlich wirklich das Beste. Na gut, okay. Haben wir das jetzt hier erstmal so? Ich gucke gerade noch zu meinen Spielern. Aber ich glaube, jetzt kann ich gerade keinen mehr verkaufen. Die müssten eigentlich alle, genau, alle ganz gut durch sein. Messi nur noch 600.000. Messi kostet nur noch 600.000, aber ich kann ihn verkaufen sogar. Naja, weiß ich jetzt nicht, ob das so gut ist, aber ich kriege ja immerhin 500.000 Münzen. Naja, gut, nehme ich halt mit. Aber Messi kostet alles so wenig hier gerade. Aber ich glaube auch hier die Kane und so, ja gut. Die braucht halt keiner mehr hier. Naja, aber habe ich jetzt immerhin den Messi verkauft. So, 570.000. 513 kam dann an. Naja, nehme ich mit. Mal gucken, was ich damit machen werde. Wahrscheinlich nicht viel, aber nehme ich jetzt trotzdem insgesamt erst einmal mit. Warum auch nicht, ne? Als nächstes werde ich jetzt hier nochmal zwei von diesen Packs hier öffnen. Keine Ahnung, das sind eigentlich ganz schöne Ein-Basis-Gold-Spieler 70+. Naja. Sieht ganz interessant aus eigentlich, weil dieses Vorschaubild sieht so super aus. Aber im Endeffekt kriegt sie nur einen 70-Plus-Spieler. Also irgendwie komisch, was hier EA gemacht hat, ganz ehrlich. So ein schönes Vorschaubild und dann kommt nur so ein Schmutz hier raus. Aber zweimal öffne ich das Ganze jetzt. Let's go. Vielleicht sieht man ja trotzdem was Gutes. Einen 71er hat man hier drin. Und dann hat man hier nochmal einen. Und ja, 74er, perfekt. Perfekt, EA, genau das wollte ich ziehen. Genau das wollte ich haben. Ach, by the way, ja, ihr habt es wahrscheinlich auch alle mitbekommen, alle bekommen. Ich habe noch hier einen Beckham bekommen. David Beckham brauche ich halt nicht, aber
Ja, keine Ahnung. Weiß nicht, kommt da vielleicht eine SBC rein oder so, aber ich kann ihn halt nicht gebrauchen, so mäßig. Deshalb, ja, ist er halt da, ne? Er ist halt da und weiß nicht, was er mir noch bringen soll, aber hat halt jeder bekommen. Falls ihr es nicht bekommen habt, dann weiß ich nicht warum. Weil eigentlich hat ihn jeder bekommen. Und ja, deshalb, Leute, let's go, da ist einfach Beckham. Einfach Beckham, let's go. Beckham Icon ist mit am Start, wie bei jedem anderen auch. Okay, als nächstes. Wir werden nämlich auch im Livestream Thundersaar abholen. Da wird es dann soweit sein. Ich weiß, ihr habt den sowieso alle schon. Und ich weiß, der kostet auch gefühlt nichts mehr, oder? Der kostet wahrscheinlich gar nichts mehr. So wie ich das mir... 13 Millionen, naja, immerhin noch. Ja, aber der wird auf jeden Fall am Montag am Start sein. Ich habe ja noch genügend Pünktchen am Start. Ich will jetzt eigentlich jetzt nochmal hier 2 Packs öffnen. 2 Packs möchte ich nochmal öffnen jetzt hier und den Rest im Livestream. Genau, so machen wir das einfach mal ganz easy peasy einfach hier. Gehen wir rein, ich bin gespannt. Vielleicht ziehen wir was Gutes, vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Wir haben das erste als garantiertes Spielerpack. Also, da bin ich mal gespannt, was da jetzt Schönes drin ist oder eben nicht Schönes. Ja, ich laber gar nicht so lange drumrum. Wir gehen rein, auf geht's. Erstes Pack. Puh. Durchatmen, reinstarten, Glück haben, hoffentlich. Walkout, let's go, gönn. Gönn, 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 gönn. Oh, ich glaube, das ist Schmutz. Ich glaube, du bist Schmutz. Ja, das ist richtiger großer Schmutz. 92er oder so. 94er. Starfeld. Perfekt. 94er. Natürlich wird er nicht für 2-3 rausgehen. Oh. Und als nächstes kriege ich Skillboost, Leute. Ich sag's euch. Als nächstes den 92er oder Skillboost. Ich sag's euch. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ohne Pfeife. Ohne Pfeife. Letztes Pack davon. Let's go. Walkout. Das ist gut. Gönn, 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 gönn. Oh, ne. Ich habe nicht geguckt, was es ist, aber es muss Schmutz sein. Es ist der von Red Bull Salzburg. Okay. Es ist der von Salzburg. Seiwald. Ach, komm. Gut, den Rest machen wir im Livestream. Ich habe ja dann mindestens 2 Packs wieder haben davon. Ja, werden wir auf jeden Fall machen, Leute. Und dann werden wir nämlich auch noch hier genau den Thundersaar abholen. So sieht's aus. Leute, so sieht's aus. Da fehlt mir ja nicht mehr viel. Genau, okay. Haben wir jetzt erstmal die abgeholt. Jetzt kann ich, glaube ich, davon sogar nochmal ein paar... Ja gut, immerhin nochmal einen UEL-Splitter mitnehmen. Naja, wenigstens das. Wenigstens das nochmal 40 UEL-Splitter. Let's go. 325 Stück. Mal gucken, ob ich dann damit noch irgendwas machen kann, werde, was auch immer. Mal schauen. Mal schauen, was da noch Schönes passiert. Ah, mir ist da gerade noch eingefallen. Ich kann, glaube ich, noch den... Pass abschließen, genau. Den Pass werde ich abschließen. Shankland, wie auch immer der heißt. Let's go, nehme ich auch nochmal mit. Den 95er. Ja, guck mal einfach mal, ob ich da... Ui, das ist aber eine schöne neue Walkout-Animation. Ui, ui, ui. Ui, ui, ui. Das sieht cool aus. Das sieht wirklich cool aus. Shankland, 1-4, wird nicht rausgehen, ist ja klar. Ja, aber interessant. Interessant. Neue Walkout-Animation. Sah echt cool aus, ganz ehrlich. So, Shop. Shop gehen wir auch rein. Event-Angebote. Da will ich jetzt nochmal eins öffnen. Hiervon. Den Rest machen wir noch im Livestream. Da werden wir auch nochmal ein paar davon öffnen. Aber ich werde jetzt auch auf jeden Fall eins davon aufmachen. Beim letzten Mal war absoluter Schmutz drin. Hab nur 80-Plus-Spieler gezogen. Ja, ne? Jetzt gehen wir einfach mal so rein, ne? Jetzt gehen wir einfach mal so rein. Ja. Einfach mal reingehen. Let's go. 180 FIFA-Points sind weg. Ich gehe rein. Komm schon, EA. Vielleicht gönnen sie mal einmal, vielleicht nicht. Ja, die Chance ist so schwindend gering, aber vielleicht wenigstens ein Walkout wäre ganz cool. Auf geht's, Leute, let's go! Ja, das war's. Berg Ruiz nehme ich mit, interessant. Aber das war natürlich jetzt nicht das, was ich ziehen wollte. Ja, gut, ne? Das war's komplett. Aber ist halt so, Leute, muss man eben damit leben. Und ja, wie schon gesagt, ein paar Packs davon machen wir im Livestream. Und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, wir sehen uns auch, denke ich, einfach mal morgen wieder zum neuen Video. Bis dahin, Leute, bis zum nächsten Mal und tschüss.